Tomaschek, Tomaschek. Warum bist du eigentlich so ein gottverdammter Prolet? Also, manchmal glaube ich wirklich, dass in deinem Familienstammbaum ein paar Tiere eingekreuzt wurden. Moos! Sagte, manchmal glaube ich wirklich, dass... Moos! Bekommt Tomaschek auch eins? Ah, na schön. Das würde auch meine Theorie bestätigen, dass tschechische Gene minderwertig sind als deutsche. Frag mal den Sarrazin. Ja, das stimmt. Er ist ein viel glücklicherer Mensch als Tomaschek. Richtig. Aber ich meine, dafür kannst du nichts. Es liegt einfach an deinem Erbgut. Ein Beispiel für deine Dummheit. Kannst du dich vielleicht an letzte Woche erinnern, als ich versucht habe, dich anzurufen? Tomaschek, bist du's? Tomaschek? Ah, ja, alles klar. Du pass mal auf, ich will dich wichtig. Geh mal bitte zum... Ja, ich weiß, wer dran ist. Pass auf, ich will dich wichtig. Du gehst jetzt zum Schrank und... Ah, der scheiß Idiot! Oh mein Gott. Tomaschek? Okay, jetzt hören wir mal genau zu, du Schwachkopf. Du gehst jetzt zum Schrank und... Pizza bestellen, bitte! Was war hier Pizza? Pizza Fugi! Schau, genau das meine ich. Hören die auch so dumm zum Schauen. Ja, Sir. Das darf doch nicht wahr sein. Aber bist du ein gutes Team? Nein, sind wir nicht. Aber was war damals, als wir Hilfs waren? Siehst du ja ab. Was? Pass mal ganz gut auf. Das hier ist ein Elektroschocker. Also überleg dir jetzt ganz genau, was du mir antwortest. Welche gottverdammte Scheiße willst du hier abziehen? Was? Okay, brauch diesen Bastard als über. Tomaschek.
sieht's aus, mein Lieber? Wie ist denn das Gesetz? Ich frage dich jetzt zum allerletzten Mal. Welche gottverdammt kranke Scheiße ziehst du mir ab? Tja, ich glaube, er hat es noch immer nicht verstanden. Gib ihm den Rest. Gesetz konnte wirklich froh sein, dass wir auf seiner Seite waren. Lief eigentlich letzte Woche bei deinem Auftritt bei Hörstblatt. So, na jetzt musst du dich entscheiden. Nimmst du Kandidat 1, den gut aussehenden Ex-Mr. Germany mit dem Fable für romantische Liebesgedichte? Oder Kandidat 2, der auf dich mit einem exklusiven Frühstück in seinem Ferienhaus an der Kontrasseur wartet? Oder entscheidest du dich für Kandidat 3, den illegal eingereisten Tschechen, der gerne am Mutters Unterwäsche schnüffelt und sich mindestens einmal pro Woche beherzt den Eichelkäfer abschiebt? Oschak! Gut. Sehr gut. Bei beiden besser als dein Auftritt bei MTV Next. Hackisack sagt einem Kapuziner Äpfel bei, ihm eine Runde zu holen. Brennt in der Nacht alle Huren eines Billigmodells in Thailand. Klickt an kleinwüchsige Frauen flach, weil er auf enge F*** steht. Ja, nach dieser Szene wurde ich leider disqualifiziert. Vorbei. Der Traum vom Fernsehstar. Den Partys. Den Frauen. Dem Geld. Dabei hätte ich sogar meine eigene Fernsehserie gehabt. Unerträglich wie damals, als du immer das nervige Wort gesagt hast. Welches Wort? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Bitte, welches Wort? Sag es doch mal, Schreck. Jetzt pass mal auf, wenn ich dir sagen möchte, welches Wort ich meine, dann möchtest du nicht mehr aufhören, das Wort zu sagen. So, Tomaschek, dein neuer Starkstrom-Anal-Vibrator ist fast so gut wie neu. Ich brauch nur noch ein paar Nieten. Nieten? Ja, und dann wasch ein paar. Nieten? Das erst, als wir versucht haben, das wieder loszuwerden.
Wo genau befindet er sich? Die Treppe nach oben. Sie sollten besser hier warten. Ja, Sir. Ach, noch etwas. Egal, was Sie hören, kommen Sie nicht rein. Ach, du armes Kind, du verlorenes Schaf, wie kann ich dir helfen? Fick dich! Mieten! Na, mein Lieber, wir wollen doch keine so schmutzigen Wörter in den Mund nehmen. Hurensohn! Mieten! Nun, wie du siehst, bin ich katholischer Priester und um dir deine Teufelei auszutreiben, werden wir wohl Maßnahmen ergreifen müssen, die ich schon erfolgreich bei meinen Ministranten erprobt habe. Ich denke, wir beginnen mit der körperlichen Züchtigung. Wie stehst du jetzt zu Gott, mein Sohn? Gott kann mich mal an meinen Arsch lecken. Nicken! Schade. Ich denke, da müssen wir mal härtere Geschütze auffahren. Ich denke, eine gute alte Vergewaltigung hat noch niemandem geschadet. Und wie sieht es jetzt aus, mein Sohn? Fahr zur Hölle! Ein Sonderfall. Da sehe ich nur noch einen Ausweg. Eine Maßnahme, mit dem ich schon jeden leichtgläubigen Menschen zu einem treuen Schäfchen gemacht habe. Ich glaube, wir müssen dich taufen. Taufen? Ja! Das heißt, wir werden dich zu einem Mitglied unserer heiligen katholischen Kirche machen. Vielleicht hast du schon von uns in Großtaten gehört. Wir haben zum Beispiel über viele Jahrhunderte hinweg Kriege geführt und in Inquisitionsprozessen Hunderttausende gefoltert und verbrannt. Und solange wir mächtig waren, haben wir nie aufgehört, andersdenkende Menschen zu verfolgen und sie im Namen unseres Gottes für ihre Sünden zu bestrafen. Sogar heute wollen wir noch jedem Menschen überall auf der Welt vorschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben, ob sie nun katholisch sind oder nicht. Zum Beispiel sind wir gegen Empfängnisverhütung und wollen deshalb den Negern in Afrika keine Kondome zugestehen, auch wenn sie und ihre Kinder dort zuhauf an AIDS krepieren. Deshalb bestraft der liebe Gott auch jeden, der nicht pariert mit den ewigen Qualen der Hölle. Sünder, Moslems, Juden, Ungläubige, Schwule, alte Menschen, ja sogar Kinder. Aber kein vernünftig denkender Mensch kann doch so etwas unterstützen und Mitglied bei einer so grauenhaften Vereinigung sein. Och, das sind mehr als du denkst. Aber nicht Tomaschek. Bitte nicht. Lass den armen Tomaschek in Frieden. Tomaschek? Du bist geheilt. Ein Wunder ist geschehen. Pater, wie haben Sie das nur geschafft? Ach, ein bisschen Tatsachen hier, ein bisschen Wahrheiten dort. Egal, lasst uns Gott mit einem Lied preisen. Naja, so war es. Abschließend können wir es vielleicht so zusammenfassen. Ich bin der es drauf hat. Und du? Ja, du bist die Niete. Niete? Niete! 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 Oh, Niete! 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 Moment, what are you doing?
Läuft, oder? Ich weiß nicht. Ich frage dich jetzt zum letzten Mal, welche gottverdammte Scheiße willst du hier abziehen? Schaut auf jeden Fall mega schön aus. Ja. Jetzt pass mal gut auf, du kleine Scheiße. Das hier ist ein Elektroschocker. Also überleg dir jetzt ganz genau, was du sagst. Was? Das war nicht gut. Das war definitiv nicht gut, Mona. Das ist schön hier links. Oh mein Gott, such dir eine Seite aus. Nimm einfach die. Nein, das ist weh! Ich stell jetzt an. Ich seh die ja gerade, dreh die mal wieder rum. Ja, jetzt bleiben wir mal stehen. Komm, Mona, das ist jetzt das erste Mal. Komm, wir sind's. Du bleibst einfach mal stehen, ich seh. Dreh dich jetzt sofort um. Aber dann zur Aufnahme. Okay. Okay. Ja, du musst dich einfach jetzt nur umdrehen. Ja, aber so, nicht so krank. Okay, dann geh wenigstens auf dem Auto. Gut, mal rumdreht. Okay, da ziehen wir. Ja! Mann, das war ich gerade wieder. Okay, nochmal. Was sie zum Schiff machen. Du musst schon näher hin. Ja, toll! In der Hose hat man vielleicht voll den fetten Arm. Klaps nicht stark. Ich hab keinen Klaps. Aber sie hat sich wegdreht dann. Hand weg! Okay. Mach. Na, also perfekt. Ein Sonderfall. Dann sehe ich nur noch einen Weg, eine Maßnahme. Ja. Sonderfall, Maßnahme. Ausweg, Maßnahme. Okay. Ausnahme, mit der ich schon je. Zack. Lasst uns Gott mit einem Lied preisen. Meinem Mund so.